Heute erzähle ich dir, warum ich gerade fast alle meine Gitarren verkaufe. Hallo, hier ist mal wieder Christian Konrad von gitarrenvideounterricht.de mit einem neuen Video. Die letzten Jahre habe ich meistens insgesamt so etwa 10 Gitarren besessen, mal eine mehr, mal eine weniger. Aber man kann schon sagen, oftmals waren es 5 bis 6 E-Gitarren und 4 bis 5 Akustikgitarren. Und seit einigen Wochen habe ich konsequent angefangen, das allermeiste davon zu verkaufen. Jetzt wirst du dich fragen, warum macht der Typ das? Es gibt für mich verschiedene Gründe, warum ich gerade denke, mit weniger Gitarren besser dran zu sein. Erster Grund: Ich brauche ganz einfach keine 10 Gitarren. Von Anfang an oder seit ich es mir erlauben konnte, habe ich immer angestrebt, viele Gitarren zu besitzen. Ich hatte auch so im Hinterkopf, vielleicht werde ich ja irgendwann ein Studio-Gitarrist, der alle möglichen Sounds anbieten muss, und dazu braucht man vielleicht viele Gitarren. Aber wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, hat es sich in eine andere Richtung entwickelt. Es ist ganz einfach nicht Teil meines Alltags, im Studio ständig viele Sounds anbieten zu müssen. Also ich habe mir das früher mal so vorgestellt, aber es kam anders. Ein Grund dafür, nicht mehr so viel Zeug zu haben, weil mich keiner danach fragt. Zweiter Grund: Die Zeit, die man mit Gitarre spielen und üben verbringt, die ist ja begrenzt bei uns allen. Und je mehr Gitarren wir jetzt in der begrenzten Übezeit verwenden und damit spielen, desto weniger Zeit bleibt doch für die einzelne Gitarre übrig. Bei mir hat sich das so entwickelt, dass ich das Gefühl habe, mit allen Gitarren nur oberflächlich immer mich zu beschäftigen, weil ich habe ja viele Gitarren und ich möchte ja jeder Gitarre gerecht werden und auf jeder Gitarre im Wechsel spielen. Führt aber dazu, dass man die einzelne Gitarre meines Erachtens gar nicht so genau kennenlernt. Und das möchte ich ändern. Der dritte Grund ist, ich möchte irgendwann auch sagen können, ich habe einen wiedererkennbaren Sound. Dass man sagt, Christian Konrad, das ist doch der Typ mit der und der Gitarre oder dem und dem Sound. Und je mehr Gitarren man spielt und je mehr grundverschiedene Sounds man verwendet, desto schwieriger ist es meines Erachtens, da eigene Persönlichkeit durchklingen zu lassen. Und es gibt wenige Gitarristen, denen das gelingt, die wirklich auf jeder Gitarre spielen können und immer klingen wie sie selbst. Aber ich kenne auch einige Leute, die auf der Suche sind nach dem eigenen Sound und dabei aber immer hin und her springen zwischen 1000 ganz verschiedenen Sounds. Es gibt auch einen tollen Dokumentarfilm über den Bassisten Marcus Miller. Der hat das meines Wissens auch so ähnlich gesagt, dass man keinen eigenständigen Sound haben kann, den er ja auch hat, wenn man ständig alle möglichen Instrumente spielt, sondern man muss sich irgendwann mal entscheiden, wie man klingen möchte. Vierter Grund: Das ganze Planen von Gitarrenkäufen kostet unheimlich viel Zeit und die Anschaffung letzten Endes kostet unheimlich viel Geld. Es macht zwar schon einerseits Spaß, immer im Internet Testberichte zu lesen, alle möglichen YouTube-Videos anzuschauen zu einer Gitarre, die man im Auge hat, und sie dann irgendwann nach ewigem Abwägen zu kaufen. Aber mir und auch vielen anderen Gitarristen ist aufgefallen, wenn man die Gitarre dann hat, man hat sie gekauft, hat mehr oder weniger viel Geld dafür ausgegeben, dann ist es mit der großen Freude auch schnell erledigt. Natürlich freut man sich, die neue Gitarre zu haben, aber es führt ja meistens nicht dazu, dass man dann irgendwie ein besserer Gitarrist wird oder dass es viel mehr Spaß macht, das Spielen. Es ist eher diese Sehnsucht, glaube ich, die man in ein neues Instrument hineinprojiziert, was man dann alles damit machen wird. Kaum hat man die neue Gitarre dann zu Hause, steht sie oftmals in der Ecke oder hängt an der Wand mit vielen anderen Gitarren. Und zu den Anschaffungskosten dazu kommen ja auch noch die Kosten für Wartung, Reparaturen, andere Tonabnehmer und was alles dazu kommt. Saiten für jedes Instrument. Und der fünfte Grund: Ich möchte mich weniger ablenken lassen vom Wesentlichen. Und das Wesentliche ist das Spielen und die Entwicklung meiner spielerischen Fähigkeiten. Eigentlich bis vor kurzem bin ich immer ein bisschen so rangegangen, wenn ich einen neuen Stil lernen wollte zum Beispiel. Dann habe ich gedacht, oh, dann brauche ich zuerst mal eine neue Gitarre, die und die Gitarre. Als ich anfing, mich mit Country zu beschäftigen, zum Beispiel vor Jahren, war völlig klar, ich kann eigentlich erst anfangen zu üben, wenn ich eine Telecaster gekauft habe. Dann hatte ich eine, mit der war ich nicht zufrieden, dann musste da wieder was ausgetauscht werden und so weiter. Ich denke, wenn man nur eine Gitarre hat und auch sagt, das war's, es kommen keine neuen Gitarren ins Haus, dann muss man einfach sich zwingen, zum Wesentlichen zurückzukehren, nämlich sein Spiel zu entwickeln. Ja, und deswegen, man könnte es als guten Vorsatz für das nächste Jahr, das Jahr 2017,
schon mal festhalten. Ich werde versuchen, oder ich denke, ich werde es auch schaffen, mit einer einzigen E-Gitarre und einer einzigen akustischen Gitarre mal das Jahr zu bestreiten, und ich werde im Verlauf des Jahres nichts Neues mehr dazu kaufen. Ich will einfach mal sehen, ob mich das irgendwie musikalisch vielleicht voranbringt oder auch in meiner Zufriedenheit, ob das irgendwas ändert. Weil ich jetzt einfach jahrelang immer wieder Instrumente gekauft und verkauft habe, und eigentlich hat sich da in meiner Zufriedenheit nichts geändert. Es ist einfach gleich geblieben, und ich habe Lust auf das Experiment, mal minimalistisch das nächste Jahr zu bestreiten. Ja, jetzt fragst du vielleicht, ja, welche Gitarren bleiben denn übrig oder welche Gitarren werden das sein, die ich jetzt weiterhin spiele? Das möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten, aber dazu mehr in einem anderen Video, das ich dann auch hier verlinken werde. Ja, jetzt würde mich sehr interessieren, wie ist deine Einstellung zum Thema Gitarrenvielfalt? Was braucht man, was braucht man nicht? Es gibt ja auch Leute, die haben noch viel, viel mehr Gitarren, die haben 50 Gitarren oder 60. Wie siehst du das Ganze? Meinst du auch, wie ich derzeit, minimalistischer? Ist es vielleicht besser und man hat mehr Zeit zum Spielen, wenn man sich weniger ums Equipment kümmern muss? Oder vertrittst du vielleicht auch die entgegengesetzte Meinung und sagst, du brauchst vielleicht viele Instrumente, weil sie dich unterschiedlich inspirieren und auf verschiedene Ideen bringen? Kann ja auch alles sein. Schreib mir doch mal deine Meinung unten in den Kommentaren und lass uns einen kleinen Austausch starten zum Thema viele Gitarren oder wenig Gitarren, was ist besser? Wenn du meinen kostenlosen Kurs Besser spielen, ohne mehr zu üben, noch nicht kennst, klicke mal auf den Link in der Beschreibung und melde dich am besten an. Einfach nur mit der E-Mail-Adresse eintragen und dann erhältst du im Wochenabstand Zugang zu 10 Videolektionen. Wenn dir das Video heute gefallen hat, dann gib mir doch bitte auch den Daumen nach oben. Vielen Dank, das war's von mir für heute. Bis bald.